So, das Video war leider abgebrochen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle, aber wir waren gerade bei der Nase bei. Seid mir bitte nicht böse. Ich bin ja noch ein Anfänger, was das angeht. Und gerade ich und Technik, oh, das ist ja gar nicht mein Ding. Aber ich denke mal, ihr habt Verständnis dafür, ne? So, dann werde ich die Nasenlöcher noch mit euch zusammen reinmachen. Und so, jetzt haben wir hier die Nose. Die drücke ich mir noch mal ein bisschen platt, weil so ein Baby hat ja mehr so eine Knubbelnase. Blende ich das wieder schön. So. Und wenn man so warme Hände hat wie ich, da ist es echt schwierig. Ich sollte doch vielleicht noch mal versuchen mit der Fimo. Mit dieser Soft vielleicht. Mal gucken. Vielleicht wage ich es noch mal. Schiebe ich mir die noch ein bisschen nach oben, die Nase. Ja. Und dann nehme ich mir das dünnste Teilchen, was ich habe. Hier, dieses hier. Seht ihr? Fahre hier in die Nase rein. Und gehe nach rechts. Und gehe hier rein und gehe nach links. So, dann habe ich hier so eine kleine Beule, die wollen wir natürlich nicht. Und dann machen wir die mal ein bisschen so breiter halt die Nase. Seht ihr? Jetzt hat er so eine kleine Boxernase. Süß. So, und dann verblenden wir das schön. Ganz vorsichtig, damit wir uns nicht wieder das Gesichtchen zerstören hier. Ich finde es ziemlich süß bis jetzt. Und der Nasenrücken, der ist hier ein bisschen zu dick. Obwohl, es gibt auch Babys, die haben so einen dickeren Nasenrücken, habe ich auch schon gesehen. Richtig, so richtig kleine Boxernase, ne? Ja. Und nie vergessen, immer schön rund, 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 rund. Und jetzt mache ich mal hier die Oberlippe. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht länger ist wie die Nase bei der Oberlippe. Und bei der Unterlippe muss alles schön ein bisschen zusammenpassen. Ich habe gut reden, ne? So einfach ist es nämlich dann doch nicht. Habt ihr das auch manchmal, wenn ihr Videos macht, dass ihr dann Schweißausbrüche kriegt? Vor Aufregung oder wie auch immer. Ja, ich bin ja auch in den Wechseljahren, ne? Da ist das natürlich schwierig, ne? Aber es macht unendlich viel Spaß, für euch Videos zu machen. Und sind wir
bisschen dick hier. Immer schön dran denken. Rund, rund, rund. Keine Ecken, keine Kanten. Ist ganz wichtig. Ich wiederhole mich, aber ich möchte es euch ja nur zeigen und ich gebe gerne weiter, was ich gelernt habe. Ich lerne das auch gerade. Ich schaue mir auch Videos an und gebe mein Bestes. So. Ihr seht schon, hier kommen alle Finger in Einsatz. Die ganze Hand am besten noch. Kleine Kimme rein. Unterlippe. Das ist jetzt erstmal eine ganz einfache, ne? Eine ganz einfache Gesichtsform, eine ganz einfache Art, das zu modellieren. Nein. Und das soll auch ein Mädchen werden, deswegen muss ich das ein bisschen femininer machen. Die anderen sind ja ein Junge, ist ja ein Junge geworden. So. Könnt ihr das sehen? So eine Mimik hinzukriegen ist natürlich schwierig, auch für mich. Das mal ein bisschen hier. Na komm schon. Ja.
Okay. Wenn man zu viel rumfummelt, wie ich zum Beispiel, dann kann man sich das auch ganz schnell wieder zerstören. So. Ich würde sagen, für heute reicht's. Und ich werde das jetzt gleich noch ein bisschen verblenden, alles schön. Und wenn das dann verblendet ist und mir gefällt, werde ich es backen. Und wenn es gebacken ist, dann machen wir weiter mit hier hinten und so, ne? Und machen wir immer Stück für Stück und ich hole euch dann dazu. Dann machen wir die ganze Figur zusammen. Das sind natürlich mehrere Videoteile, aber anders geht es ja leider nicht, ne? Weil ich habe es nicht so mit dem Schneiden und ja, ich lerne das ja alles noch. So, ihr Lieben, ich glaube, das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mich besucht habt, dass ihr meine Videos toll findet. Könnt mir bitte einen Kommentar da lassen oder ein Herzchen vielleicht. Und dann sage ich für heute Tschüss. Eure Filzfussel.